Ei ist viel los in der Welt. Von einem Transmann, der rechtlich nicht als Vater des Kindes, das er geboren hat, angesehen wird, bis hin zu einem Krieg, der sich mitten in Europa abspielt. Viele News, viele Filmtipps, und zwar Sprung ins kalte Wasser, Jump Darling und All You Need. Sowie ein motiviertes Team, das euch informieren will. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Go Queer. Zunächst einmal Solidarität gesprochen für all die Menschen, die zurzeit aufgrund eines Krieges flüchten müssen. Und wer nicht blickt, wovon ich rede, ja, der lebt hinterm Mond. Aber selbst wer dort lebt, sollte mitbekommen haben, dass Putin nicht erst seit gestern an der Machtspitze Russlands steht. Schon 2013 unterschrieb der russische Präsident ein Gesetz gegen Homosexuellenpropaganda, in dem es heißt, dass positive Äußerungen über Homosexualität weder über Medien noch an Minderjährige weitergetragen werden dürfen. Wer das doch tut, steht umgangssprachlich an einem verlorenen Posten und kann nach wie vor mit einer Strafe in Form von Geldbußen rechnen. Der im Jahr 2011 zusammengeschlossene Verein Quatera äußerte sich nun wie folgt zu den Umständen in der Ukraine. Wir werden alles tun, was in unserer Kraft liegt, um den LGBTQ+-Menschen zu helfen, die sich gezwungen sehen, die Ukraine zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Ein Vereinsziel von Quatera ist, über die aktuelle Lage von queeren Menschen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion aufzuklären. Ich finde, das ist aber auch irgendwie ein Muss. Ich meine, in Belarus werden Homosexuelle in Gefängnissen gefoltert und dann öffentlich geoutet. Laut Scheitanova, der Pressesprecher von Quatera. Der Verein Quatera ist zurzeit in Kontakt mit Partnervereinen, die an der ukrainischen Grenze Flüchtlinge empfangen, haben aber bis dato noch zu keiner queeren Person Kontakt. Und aus diesem Grund sollen die Plakate an den Orten installiert werden, wo Flüchtlinge ankommen. Sie sollen wissen, dass sie jederzeit zu Quatera Kontakt aufnehmen können. Aber auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass queere Menschen in der Ukraine zurzeit besonders in Gefahr seien. Umso schöner zu hören, dass sich zahlreiche Organisationen aus der LGBTQIA+-Community zu einem Bündnis Queere Nothilfe Ukraine zusammengeschlossen haben, um halt eben den gefährdeten Menschen aus der Ukraine Schutz zu gewähren. Wir alle wissen, wie die Lage in der Ukraine ist. Wir wissen auch, wie Russland inklusive Tschetschenien und Belarus zu queeren Menschen stehen. Es ist bitter, dass sich Ukrainer, die sich in den letzten Jahren immer mehr zum Westen hin und dessen freiheitlichen Werten orientiert haben, nun gewaltsam in diese homophoben Strukturen zurückgezogen werden. Natürlich ist uns klar, dass hier im Westen auch nicht alles Gold ist, was glänzt, aber was freiheitliches Leben und Gleichstellung für queere Menschen angeht, haben wir in den letzten 3 Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Das sollten wir würdigen, gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen. Wenn ihr könnt, unterstützt queere Vereine, die Nothilfe leisten. Ich habe das auch getan. Ich bin jetzt noch Anfang 20, so um den Dreh, kann mir aber selbst noch nicht wirklich vorstellen, wie es ist, Vater zu sein. Wie sich das auch anhört. Vater. Sehr surreal für mich. Und ebenso surreal ist meiner Meinung nach die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Ein Transmann, der ein Kind geboren hat, durfte weder als Vater noch mit seinem anerkannten Namen eingetragen werden. Es wurde sein zuvor abgelegter weiblicher Name verwendet, was schon echt hart ist. Aber darauf folgt noch, dass nicht einmal die geschlechtsneutrale Bezeichnung Eltern genutzt werden konnte. Ich reihe selber nicht, warum man so entscheiden musste. Gut, die Rechtslage in Deutschland gibt das dem Bundesgerichtshof nach so vor, denn nach dem TSG wird die Änderung des Vornamens bei Geburt seines Kindes automatisch unwirksam. Finde ich aber trotzdem, ja, mies. Crazy ist auch, dass selbst nach erneuter Änderung des Namens des Klägers nicht akzeptiert wurde, eine entsprechende Anpassung der Geburtsurkunde vorzunehmen. Hilfsweise bat er um einen geschlechtsneutralen Eintrag als Eltern, doch wie das zuständige Standesamt entschied, wurden beide Anträge abgelehnt. Ich hoffe, er schafft es noch, sich offiziell als Vater bezeichnen zu lassen. Meine Gedanken sind auf jeden Fall bei dir. Einmal mehr ein Beweis dafür, wie veraltet das Transsexuellengesetz ist. Hier besteht noch die einfache Annahme, gebärst du Kinder, bist du per Definition eine Frau. Nach all den Forschungen darüber, was Geschlecht eigentlich ausmacht und wie es sich definiert, wundert mich die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Aber so sind die Gerichte nun mal an Gesetze und vergangene Urteile gebunden und nicht in erster Linie an Forschungsergebnisse. Umso wichtiger ist es, dass die Regierung das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringt. Und mal ganz ehrlich, kommt es nicht auch komisch, wenn ein Kind mit seinen Eltern Susanne und Paula aufwächst und bei rechtlichen Sachen ist dann plötzlich von einem Thomas die Rede? Da kriegen die Ämter doch auch die Krise und
erkennen dir im schlimmsten Fall auch noch Besuchsrechte oder so ab. Ich bin echt nicht so der Typ für Schlägereien. Ich meine, sieht man mir vielleicht auch an, aber schon heavy, was da alles so passiert. Vor allem waren die alle ungefähr so alt wie ich. Aber vielleicht sollte ich mal mit Background-Informationen kommen. Ja, zwei Männer, Anfang 20 und einer gleichaltrigen Frau werden vorgeworfen, gegen 3 Uhr morgens einen 30-jährigen Kölner Homophob beleidigt zu haben. Und laut Polizeibericht sollen die drei, nachdem sie einen Handkuss zugeworfen bekommen haben, auf den Kölner, der gestürzt war, eingetreten haben. Verwirrender Satz, ich weiß, ich stell's aber mal nach. Ich werfe einen Handkuss, Menschen verfolgen mich, ich laufe weg, stürze und werde dann zusammengetreten. Im Anschluss haben sie aber Ehre gezeigt und auch noch die regenbogenfarbene Jacke des Mannes geraubt, was definitiv ein richtig cooler Move war. Tja, aber schön ist die Welt. Was ebenfalls schön ist, kultivierendes Fernsehen. Arte. Und vielleicht auch RTL? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich einige Personen aus diesem Umfeld. Unter anderem mochte ich auch den Moderator und Entertainer Dirk Bach. Im Fernsehen eine Frohnatur ohnegleichen. Ich fänd's cool, wenn ein zentral gelegener Platz in Köln nach diesem Schauspieler benannt werden würde, und da bin ich sicherlich auch nicht der Einzige. Es handelt sich dabei aber um kein Hirngespinst von mir, sondern laut einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers um einen reellen Antrag der AIDS-Hilfe Köln und des Zentrums Schwule Geschichte. In der Nähe vom Schauspielhaus hinter dem Offenbachplatz soll diese Namensgebung stattfinden. Der Platz ist nämlich, wie SpongeBob in der einen Folge, namenlos. Er wird von den Anwohnern lediglich Kleiner Offenbachplatz genannt. Bisschen bedrückend, aber auch nachvollziehbar ist, dass die Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. die Errichtung eines Dirk-Bach-Platzes am Kölner Schauspielhaus kategorisch ablehnt. Der Vorschlag der Bezirksvertretung, einen Teil des Offenbacher Platzes in Dirk-Bach-Platz namentlich aufzuteilen, stößt auf heftige Ablehnung, erklärte der Vereinschef Jürgen Wilhelm in der Pressemitteilung. Nachvollziehbar ist es, da der Offenbach-Platz nach einem jüdischen Komponisten und Cellisten, nämlich Jacques Offenbach, benannt wurde. Ich bin der Falsche, um zu entscheiden, ob das in Zeiten des erstarkten Antisemitismus ein, Zitat, vollkommen falsches Signal, Zitat Ende, sendet. Aber man muss ja nicht immer sofort Anti sein, sondern man kann auch mal versuchen, beide Seiten kennenzulernen, bevor man sich sein Urteil bildet. Das jüdische Kölner bleibt stabil. So sei es ein jüdischer Türke auch hier, dass der namenlose Fleckchen seinen Namen kriege. Da hat Rupp gerecht, Dirk hat ein großes Herz. Vielleicht aber ist es zu groß fürs allnachtliche Schlagen. Aber es war ein rechter Fleck, und es stimmt, was Dirk gesagt hat. Dass sich zwei Partner in Liebe, ist schon eine coole Gemeinsamkeit. Also Jungs und Mädchen, seid live zueinander und schlaut nicht zusammen. Wer ist so gemein und hält es für eine gute Idee, eine Transpolitikerin als Mann zu bezeichnen und ihren Deadname zu verwenden? Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel. Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig. Die Antwort Beatrix von Storch zur Debatte um den Internationalen Frauentag am 8. März. Tessa Ganserer von den Grünen engagiert sich im Bundestag für die schnellstmögliche Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und ist davon überzeugt, dass auch in der Bevölkerung eine breite Mehrheit hinter diesem Vorhaben stehe. Ist auch richtig, denke ich. Ich finde es nur gut, dass die Frau Ganserer sehr viele parteiübergreifende Solidaritätsnachrichten erhalten hat. Bis auf die AfD hat übrigens auch niemand geklatscht. Naja. Es ist keine Neuigkeit. Die AfD ist die Anti-Political Correctness-Partei und suhlt sich regelrecht in Fettnäpfchen. Eigentlich ist sie die Materialisierung des sich als Mehrheit über Minderheiten lustig machens. Und mehr nicht. Und darin ist Frau von der Sonne erklären, dass sie nicht so stark scheinen soll, Storch, besonders gut. Wenn sie mal wieder mit ihrer Zunge beim Sprechen abrutscht, hört man nur noch ich. Wie kann man bei ihr überhaupt einen Lernprozess in Gang setzen? Tja, vielleicht sollte man ihrem Hirn mal sagen, dass es langsam anfangen sollte, mehr zu arbeiten. Neuigkeiten aus Österreich. Seit ca. 3 Jahren kämpft der österreichische Nationalrat für ein Verbot von Konversionstherapien. Wer nicht weiß, was das ist, es soll mir helfen, komplett straight zu werden. Dass dabei enorme psychische Schäden verursacht werden können, ist egal. Nun hat aber Justizministerin Alma Sadik von den Grünen erstmals einen möglichen Zeitpunkt für das kommende Verbot genannt. Bis zum Sommer könnte es eine Lösung geben. Die Hürde, die noch zu nehmen ist, ist die genaue Definition einer Konversionstherapie. Das eigentliche Verbot dieser erfolgte nämlich bereits im Juli 2019.
Der LGBTQ-Sprecher Mario Lindner äußerte sich aber wie folgt. Ein beschlussfertiges Gesetz liegt dank der SPÖ seit letztem Frühjahr im Justizausschuss. Wir könnten es längst beschließen, dieses Thema muss endlich umgesetzt werden. Taktisches Warten auf einen Zeitpunkt, an dem die Regierung dieses Thema als Erfolg verkaufen kann, bringt niemanden etwas. Wie seht ihr das Ganze? Bildet euch eure Meinung und teilt sie uns gerne mit. Meine Meinung dazu? Zeit wird's. Und jetzt, wo das Ende bevorsteht, warne ich euch ganz klar vor Last-Minute-Schnäppchen. Alles muss raus, jetzt noch schnell die eigene Homosexualität loswerden, bevor es offiziell als menschenverachtend gilt. Kommen Sie ein letztes Mal in den Genuss von Folter und Entwürdigung. Lassen Sie den Sinn Ihres ganzen Lebens in Frage stellen und daran zweifeln, was Ihren Charakter ausmacht. Erleben Sie die Hölle bereits auf Erden. Wenn Sie noch heute bestellen, bekommen Sie gratis unser Schwesterseminar Alle Moral abgeben, wie werde ich zur Marionette russischer Energiekonzerne und lassen wir den Ukraine-Krieg am Hintern vorbeigehen, gratis dazu. Tja, da möchte man doch am liebsten von der Brücke springen. Apropos Springen. Ums Springen dreht sich heute auch alles in den Go-Queer-Reviews. Also, dehnt schon mal eure Beinmuskeln. Passenderweise fängt unser erster Film direkt auf einem Trampolin an. Den Sprung ins kalte Wasser führt Viktoras in einem Feel-Good-World-Movie durch. Früher hat er mit Turmspringen einige Medaillen gewonnen. Heute bringt er sich mit Aushilfsjobs über die Runden und besucht täglich seine im Sterben liegende Großmutter. Weitere Familie vor Ort hat er nicht, nachdem seine Mutter einen deutschen Mann kennengelernt hat und mit diesem nach Bayern gezogen ist. Als Viktoras aktueller Aushilfsjob sein Ende findet und zudem die Großmutter tragischerweise ebenfalls aus dem Leben scheidet, fehlt ihm jeglicher Ankerpunkt. Immer noch wütend über den Wegzug seiner Mutter, macht er sich von Griechenland aus auf die Reise nach Norden, unsicher, ob er sie überhaupt besuchen möchte oder nicht. Auf der Fähre nach Italien wird er von Matthias angesprochen, einem Skilehrer aus den deutschen Alpen. Viktoras bleibt ziemlich verschlossen, missbilligt, dass Matthias ihm ein Sandwich geklaut hat und lässt ihn alsbald an der Reling stehen. Wieder runter von der Fähre begegnen sich die beiden nochmal. Matthias schlägt dem in den Karten suchenden Viktoras eine landschaftlich schöne Route vor, doch Viktoras lässt ihn wieder abblitzen. Letztendlich entscheidet er sich aber um und bietet Matthias eine Mitfahrgelegenheit an. Ihr seht, der Sprung ins kalte Wasser passiert nun metaphorisch im sich auf andere einlassen. Dabei drängt sich der extrovertierte Matthias dem eher schüchternen Viktoras nahezu auf mit seiner Art, überredet ihn, auf Nebenrouten zu fahren und arbeitet sich nach und nach vor durch die Schutzwelle, die Viktoras aufgebaut hat. Als Viktoras einen Versuch wagt, locker zu werden und mit seinem schlechten Fahrstil Matthias zu ärgern, erwischt ihn prompt die Polizei beim zu schnell fahren und er muss seinen Führerschein abgeben. Das bindet die beiden unfreiwillig noch weiter zusammen, denn nun braucht Viktoras Matthias als Chauffeur. Etwas sehr unerwartet und eigentlich zu schnell kam mir dann der Schritt vor, dass sich beide in einem österreichischen Hotelzimmer plötzlich aneinander kuscheln und knutschen. Viktoras hatte ja bis zuletzt gemauert. Meiner Meinung nach fehlten noch ein paar Schritte der Annäherung. Ansonsten ist der Film aber gut gemacht, geht ins Herz und sorgt für einen schönen, unbeschwerten Filmabend. Auch das Wiedersehen mit der Familie bringt eine gute Mischung aus etwas Drama, aber doch einigem schmunzelnden Augenzwinkern. Ihr könnt euch den Sprung ins kalte Wasser in der April-Queer-Filmnacht anschauen. That feeling when you're in the air is incredible. And at one moment, you're flying until gravity pulls you down again. Έχω ένα οικονομικό πακέτο, 1.050 ευρώ για ολόκληρη την τελετή. Εκτός αν η εκλήπωση ήταν δημοφιλής. German. You don't look German. You don't look Greek. You have a car? No. You know the game 20 questions? You put something in your mind and I have 20 questions to guess what it is. Are you going to Germany? Maybe. You need to start trusting the stranger in your car. Yeah, Angeli. Who's Angelique? It's none of your business. Why did I take you with me? Because you like me.
the world has become too complex for simple answers. Der nächste Sprung hat es schon etwas mehr in sich, denn Jump, Darling, ist ein Film, der durchaus ernste Themen behandelt, auch wenn man den Eindruck bekommen könnte, es handelt sich mehr um eine Folge von Travestieauftritten mit etwas Handlung drumherum. Dabei sind gerade diese Auftritte besonders gut in Szene gesetzt und können als Hommage an die Travestiekunst verstanden werden. Fangen wir aber erstmal am Anfang an. Unser Travestiekünstler heißt Russell, tritt gelegentlich in einem Club in der großen Stadt auf, aber lässt das irgendwie schleifen. Beziehungsweise versaut ihm der Alkohol letzten Endes die Reputation. Sein Freund scheint gleichzeitig sein Agent zu sein, stützt ihn finanziell, will ihn groß rausbringen, aber lässt bei aller Professionalität wohl Geborgenheit vermissen. Vielmehr erfahren wir nicht über ihn. Russell nimmt einen anderen Ausweg, scheinbar nicht ganz durchdacht, und tritt eher eine Art Flucht an. Raus aus der Stadt, zu seiner Oma aus Land, um das ihm zum Geburtstag versprochene Auto zu nehmen und weiterzuziehen. Nun kommt alles anders. Seine allein lebende Oma erweist sich als hilfsbedürftig und Russell fasst den Entschluss, doch etwas länger zu bleiben. Dabei lässt er sich ein bisschen im ländlichen Leben treiben, wagt halbherzige Versuche, in der scheinbar einzigen örtlichen Bar für queere Menschen Fuß zu fassen und wirkt weiterhin eher ziellos. Genauso ziellos ist der Eindruck zuweilen beim Schauen des Films. Manche Wendungen der Handlung haben mir schlichtweg Fragezeichen ins Gesicht geklebt. Aber letzten Endes führt es darauf hinaus, dass Russell sich bewusst wird, was er wirklich will, neuen Mut für die Schauspielkunst schafft und am Ende einen ernst gemeinten Neustart im Club hinlegt, in dem wir ihn am Anfang scheitern sahen. Sehr interessant ist hingegen die Story um seine Oma, die übrigens überwältigend gut von der Anfang 2021 verstorbenen Oscar-Preisträgerin Klaus Leachman gespielt wird, die zum Dreh bereits über 90 Jahre alt war. Abgesehen davon, dass ihr Haus viel zu aufgeräumt aussieht, wenn Russell es das erste Mal im Film betritt, um festzustellen, dass seine Oma eigentlich nicht mehr alleine klarkommt, ist das Thema um Hilfsbedürftigkeit im Alter und der gleichzeitige Wunsch nach fortdauernder Autonomie nicht ohne. Vielen älteren Menschen ist es wichtig, in selbstgewählter Umgebung zu leben und nicht in irgendein Seniorenheim zu kommen. Dies kann Russell immerhin bei seiner Oma verhindern. Doch auch ihr toter Ehemann spielt eine Rolle, der, ebenfalls Schauspieler, sich in mittleren Jahren tragisch vom Balkon eines Hotelzimmers stürzte. Schade, dass seine Auftritte durch sich spontan öffnende Türen, von selbst umfallende Bilder und seine Erscheinung in Träumen oder gar als kurze Einbildung im Spiegel so kitschig in Szene gesetzt werden. Aber immerhin ist er wohl der Anstoß, der Russell den Absprung wagen und schaffen lässt. Und so tragisch es klingt, werden auch seiner Oma noch einmal ein paar Dinge bewusst, die sie letztendlich den Entschluss fassen lässt, ihrem toten Ehemann zu folgen und über die finale Klippe zu springen. Ja, der Film wirkt zuweilen etwas ungeordnet und einige Entscheidungen mancher Personen sind mehr als fragwürdig. Gerade wenn man auf die Sommerromanze von Russell, nämlich Zachary, schaut, der ein ziemlich missbräuchliches Verhalten an den Tag legt. Aber am Ende des Films finden zumindest die beiden Haupthandlungsstränge doch einen irgendwie sinnvollen Abschluss und der Film erscheint logischer, als man vermutet hätte. Ihr könnt ihn euch auf DVD anschauen. I just can't watch you do this gay variety show anymore. I stocked the freezer. You're good for a month. Where are you gonna go? Hello? Hi, Grams. Russell. So, to what do I owe this much anticipated visit? I plan to check out this acting workshop. I'll stay as long as you need. How much? For all of them. What do you think? Have you come down with cancer? Now it seems like forever has to be. What the hell is going on? Your grandmother seems to think that you've moved in. I am looking after her. I'm not myself, though. Sure you've noticed. Maybe I should call Mom. No, no, no. You rush over here. Take me to that place. Very vibrant. What can I do for you, handsome? Is this some sort of gay night? County and college queers need a lighthouse. I'm it. All you queers best pull out your iQueens and text every homo you know. This place is getting a serious reno. In the night, I wonder.
got the impression this was working for you. Was I mistaken? So you're an actor? Was. What, you're a drag queen now? Sometimes. You can stay here. You don't need to move to Millbrook. What can I do? I'm no longer productive. You're so quiet, Margaret. It's as bad as I want it to get. You should get back into bridge. Oh, please. Und nun folgt der dritte Sprung ins Wasser. Wobei, der fand ja unfreiwillig schon zum Ende der ersten Staffel statt. Wer die ersten 5 Folgen All You Need noch nicht gesehen hat, oder wem Vince, Robbie, Levo und Tom nicht mehr so klar vor Augen sind, holt sich am besten ein Fresh-Up über unsere Vorstellung zur ersten Staffel, die wir euch auf YouTube präsentiert haben. Hier folgen jetzt auf jeden Fall Spoiler. Also, notfalls, na, machen. Ab 22. April erfahren wir nämlich in der ARD-Mediathek, ob Vince sich seinen Kopf im Pool ausreichend abkühlen konnte. Meine Güte, was hat er sich da nur geleistet mit diesem Seitensprung? Denn keine der so kitschig süßen Beziehungen findet eine Fortsetzung. Und so ist erst einmal Aufräumen und Kronrichten angesagt. Natürlich haben die 4 jeder eigene Wege, mit dem Erlebten umzugehen. Robbie verschanzt sich total und, naja, vegetiert mehr vor sich hin, bis Levo als Leidensgenosse sich ihm förmlich aufdrängt, um ihn aus dem Loch zu ziehen. Levo hat hingegen bis zu diesem Punkt bereits einiges an Trauer und Selbstzweifel durchgemacht, ist zu Recht stocksauer auf Vince und redet von ihm nur noch als seinen ehemals besten Freund. Vince wiederum klammert sich an die heile Welt vor seinem Seitensprung, versucht den angerichteten Schaden zu kitten und leidet daher umso mehr an der Abweisung der anderen. Dabei versucht er, jeden zum Rückkehr in die Normalität zu überreden und übt sogar an einer Entschuldigungsrede für Robbie. Aber Vinces Plan, die Zeit zurückzudrehen, geht nicht auf, denn Tom zeigt gar keine Ambitionen, Levo zurückhaben zu wollen. Auch wenn er in einem rührenden Moment der Aussprache zugibt, dass Levo seine erste große Liebe war. Aber Tom hat die Dinge bereits so akzeptiert, wie sie sind und zieht bereits weiter. Eine neue Dynamik bringt Simon in die Gruppe, der Doppelgänger eines Arbeitskollegen von mir. Na gut, das ist Quatsch, aber seht mir meinen Mindfuck nach, wenn ich über Simon rede. So heißt nämlich der Bruder von Vinces bester Freundin Sarina, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht und einen Schlafplatz braucht. Wie praktisch, dass Vince immer noch einen neuen Mitbewohner sucht. Bahnt sich da etwa eine neue Romanze an? Und werden die anderen 4 jemals wieder miteinander reden können? Und was passiert eigentlich, wenn sich alle plötzlich am gleichen Ort über den Weg laufen? Ja, solche sehr offensichtlichen Kunstgriffe hält auch die 2. Staffel bereit und lässt die Serie damit in das Flair von gute Zeiten, schlechte Zeiten rutschen. Auch das stilistische Mittel aus der 1. Staffel, mit dem Ende zu beginnen, damit sich die Zuschauer schön die ganze Zeit fragen, wie es bloß dazu kommen konnte, während sich das Puzzle so nach und nach zusammenfügt, kommt ein weiteres Mal zur Anwendung. Immerhin zieht es sich diesmal nicht über die ganze Staffel, sondern nur über eine Folge. Selbst einige Cringe-Momente bleiben uns nicht erspart. Insbesondere das Eigenlob, wenn der Drehbuchautor Simon sagen lässt, die Story ist ja besser als jede Soap. Zugegeben, die Serie gehörte schon mit der 1. Staffel in den Anfang des letzten Jahrzehnts. Und das holt die 2. Staffel leider nicht raus. Da gibt es nun mal bessere Serien, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie Eldorado KDW zeigt. Aber wer die Charaktere mittlerweile liebgewonnen hat, kommt auf seine Kosten. Denn wenn etwas konsequent und gut durchgezogen wird, dann die Rollen. Vince schafft es weiterhin nicht, seine eigenen Probleme zurückzustecken und anderen zuzuhören. Robbie verfällt wieder in sein eher zurückgezogenes Muster. Levo wirkt etwas orientierungslos, arbeitet aber an seinen Emotionen. Und Tom macht eine echt krasse, aber gut nachvollziehbare und konsequent umgesetzte Charakterentwicklung durch. Auch Simon bringt guten persönlichen Flavor in die Runde mit seiner Mischung aus Captain Jack Sparrow und meinem Arbeitskollegen. Egal. Ach ja, und was war das doch gleich mit der Romanze? Ja, selbst der Trainer der Rugby-Mannschaft, der zwar nur eine Nebenrolle einnimmt, aber doch eine der wichtigeren, ist herzerwärmend authentisch und hat so seinen eigenen Berliner Charme.
Wie gesagt, am 22.04. geht's los und ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim Binge-Watchen. Ende vom Lied. Viele News, positiv wie negativ, Filmtipps und unsere Gedanken bei allen, die aktuell eine schwierige Zeit durchleben müssen. Wir hoffen, euch hat die Ausgabe gefallen und dass wir euch im April erneut als Zuschauer der nächsten Go-Queer-Ausgabe begrüßen dürfen. Bis dahin noch einen schönen Restmonat. Und falls ihr diese Sendung gerade auf YouTube seht, schreibt doch gern eure Gedanken in die Kommentare und lasst eine Bewertung da.